Seid gegrüßt, liebe Zockerfreunde, und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wir spielen hier heute auf der Karte Shothouse mit der Waffe Huyai Shivo aus den Battle Pass Nummer 3. Die ist eigentlich schon sehr, sehr ordentlich und besser als die Fennec, besser als die PDSW, besser wie die AK-47 und die ganzen anderen Waffen, die wir haben. Die Waffe ist einfach on point und die geht auf jeden Fall richtig steil. Ja, und hier unser Operator ist auch ein neuer Skin aus den Battle Pass Nummer 3. So, dann schauen wir mal, ob wir hier heute auch ein gutes Gameplay abliefern. Was manchmal echt ein bisschen schwierig ist. Und ja, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung. Ob wir nun gewinnen oder verlieren, hier zählt immer die pure Unterhaltung. An alle Saber, feindliche Erkennungsmarken sammeln und für die Evakuierung. Stehe unter direktem Beschuss. So, dort war schon mal vielleicht der erste Sniper. Ja, keine Ahnung, warum er mich so geholt hat. Wahrscheinlich, weil ich einfach reingesprungen bin. Was eigentlich sehr dumm war von mir. Er wird wahrscheinlich geschossen haben. Und ich bin voll reingesprungen. Das vermute ich mal ganz stark. Magazinwechsel. Deckung eingesetzt. Okay. Du kannst mir gleich mal deine Marken geben. Ach, scheiße, ey. War eigentlich nicht so geplant. Okay, dort hat schon wieder einer das Spiel verlassen. Super, jetzt sind wir nur noch 5 Leute. Er spielt mit einem MG, ey. Das ist ja noch schlimmer. Lass mich doch hier nicht wegholen, ey. Leute, bitte mal die Marken einsammeln. Dankeschön. Betäubungsgranate geworfen. Feindliche Drohne aktiv. Na, okay. Ach man, Leute, hört doch mal mit diesen Snipern-Scheiß auf, ey. Seid ihr alle ein bisschen geistig verwirrt? Wechsle das Magazin. Ich passe auf ihn auf. Das sind sie. Abschimmeln. Feindliche Drohne über uns. Und hoffen, dann noch zu gewinnen. Werfe Betäubungsgranate. Nicht mehr normal, ey. Wie manche Leute überhaupt auch spielen. Shotgun, Sniper, abschimmeln. Ich werde beschossen.
Ey, nimmst du mal die Marke hier auf? Guck mal, es liegen hier. Ja, da liegen so viele Marken. Es wäre schön, wenn ihr die mal einsammeln könntet. Dankeschön. Was er auch schon wieder geschluckt hat da oben. Cool. Hier ist eine Munitionskiste. Braucht gar nicht hochrennen, weil der ist sowieso durchgezogen. So, auch die eine Marke weg auch einsammeln. Abliefern, meine ich. Ja, ich könnte was einsetzen, aber ich möchte auch gerne mal die Vorräte abschmeißen, abwerfen, hochwerfen. Weggepustet. Genau meine Redensart. Weggepustet. Magazinwechsel, hinter dir. So, einfach mal ihn raushauen. Ich lade nach. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Bin hinter dir. Guter Treffer auf dem Ziel. Ah, haben wir wenigstens ihn getroffen. Brauchst deinen Scheißdreck da nicht hinschmeißen. 10er Abschussserie gerade. Absolut wild gerade. Absolut schwitzende Hände gerade. Ziele im Blick. Zurzeit habe ich einen richtig guten Lauf, aber schwierig gerade ein bisschen. Wir haben die Mission zur Hälfte geschafft. Bleibt wachsam. Ah, schade von oben. Aber GG, 10er Abschussserie. Kann man mal machen. So, ich werde mal ihn raushauen. Weil Vorräte werden auch mal gerne gegeiert. Das ist nämlich das Problem manchmal. Ach, so ein Scheiß wieder. Okay, ich werde mal schnell abliefern. Also läuft bis jetzt super. Ah, wir haben da oben wieder so einen Jet. Den müssten wir eigentlich mal runterholen. Ah, shit, ey. Ah, den habe ich leider nicht gehört, weil in dem Moment der Jet runterkam. Ich lade nach. Na, sieht ganz gut aus. 70 Marken. Feindkontakt. Weil das Fahrzeug hier, das kannst du absolut vergessen. Damit rumzufahren. Verbündete Drohne im Einsatz. Granate ist raus. Wechsel das Magazin. Ah, Blendgranate ist am Start. Verbündete Drohne außerhalb. Ich setze Deckung ein. Okay, Trönchen ist da. Ich versuche mich mal von hinten anzulocken. Okay.
War halt nur ein Vorschlag von mir, dass wir mal hinten rumgehen, aber wenn man da so hardcore abschimmelt. Stehe unter direktem Beschuss. Wechsle das Magazin. Genau, sammeln wir schön ein die Marken. So, ihr hört sich bitte. Dicke Points sind am Start. So, drei Marken könnte ich eigentlich wieder mal hinbringen. Ach so, das ist wieder woanders. Oh, holy shit, ey. Mein Fehler. Ah, shit, ey. Ich hab zu sehr auf die Marke gegeiert. Da war ich zu gierig, bin ich ehrlich. Schade, schade. So viele Marken lang nach rum. Mission erfüllt. Gute Arbeit. Er steht direkt vor mir, Lul. FJX Imperium Scharfschütze. Ja, 26 Kills, 47 geliefert, 17 Tote, 12 verwehrt, 7100 Punkte. Endlich mal ein Gameplay so nach meinem Geschmack. Und ich hatte ja für Hündchen mal ein paar Videos aufgenommen. Und ich bin ja, wie gesagt, auch immer ehrlich zu euch. Ich hatte für ein paar Aufnahmen gemacht. Absolute Schwitzerrunde. Waren dabei viele Spiele gehabt, die schon gelaufen sind. Ring gejoint. Wurde schon extrem verloren hast. Also das macht absolut überhaupt keinen Sinn. Finde ich eigentlich von COD auch ein bisschen schade, dass man in das Spiel reinjoint, wo man schon verliert. Wenn man nicht so extrem verliert, sag mal, wenn das Team so 3-0 zurückliegt, sagen wir mal jetzt in Marken einsammeln, die haben jetzt 5 Marken und wir haben 0, dann kann man ja noch Rind spielen und weitermachen. Aber jetzt hier nicht hier mit 80 Marken eingesammelt für das Gegnerteam und du hast 23 Marken. Also da brauchst du absolut nicht mehr weiterspielen. Also, das bringt absolut nichts. Und ja, wie gesagt, hier die Huayi Shivo. Das ist ein absolutes Monsterteil. Da kommt die PDSW nicht hinterher. Die La Sombra sowieso nicht. Die Fennec auch nicht. New Mörder auch überhaupt nicht, Blitzableiter auch nicht und die Laana auch nicht und Sombre oder Nombre kommt dort überhaupt nicht ran. Die Huayi Shivo ist ein absoluter OP-Killer. Wenn das mal richtig abgeht, dann holt die auch richtig ab. Ja, und die räumt richtig ab. Also die ist absolut gefährlich, die Waffe. Und ja, unser Battle Pass ist auch fertig, sag ich mal. Ne, und ich freue mich schon auf Battle Pass Nummer 4. Und darauf habe ich richtig Bock. Und diese Waffe, wer diese Waffe hat, ey, damit rasiert ihr richtig ab, ey. Ja, ihr könnt damit Kills machen. Also mit die Waffe müsste man mal locker mal in Shipment drin gehen. Ich glaube, damit rasierst du dann wirklich alles weg. Aber der Gute ist, wir haben endlich mal ein Gameplay, was richtig vernünftig war. Nach meiner Meinung. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für Zuschauen. Und wäre schön, wenn ihr mich ein bisschen supporten würdet, indem ihr das Video teilt, kommentiert, liked oder auch drauf niest. Ne? Ja, nur so kann das Video steil gehen. Sag mal, ja,
Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall auch wieder in der nächsten Runde mit einschaltet. Ne? Es ist immer gute Unterhaltung. Auch gutes Gameplay. 50-50. Ne? Dann bedanke mich mal schon mal für's Zuschauen und reingehauen.